Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen, damit wir mit der ersten Fachsession dieses Morgens starten können. Mich kennen Sie ja schon, Thomas Fischer. Sie fragen sich vielleicht, wieso steht da jetzt ein Jurist vor Ihnen, wo es doch um Kommunikation geht. Ganz einfach, ich habe im KA nicht nur den Job als Beschaffungsjurist, sondern ich bin als Stabschef auch für die Kommunikation unseres Amtes verantwortlich. Und darum habe ich mich schon häufig mit Reto Vogt getroffen und auseinandergesetzt, wenn er mich jeweils gefragt hat, wie steht der Kanton Bern zu dieser oder jenen IT-beschaffungspolitischen Fragestellung. Wir bieten Ihnen heute einen kurzen Überblick über das Thema Kommunikation im Beschaffungswesen. Und zwar geht es darum, dass wir miteinander anschauen wollen, wie sieht das ein Journalist, der sich sehr häufig mit Beschaffungsfragen journalistisch auseinandergesetzt hat, was für Tipps gibt er uns als Auftraggeberinnen und Auftraggeber mit, um gut zu kommunizieren, sodass wir in den Medien dann auch Wirkung erzeugen und nicht einfach nur als unfähige Bürokratinnen und Bürokraten dastehen, die gar nichts sagen wollen. Und dann haben wir eine weitere Perspektive von der anderen Seite. Larissa Fuad wird uns aus Anbietersicht sagen, wie gestalten wir ein wirksames Debriefing, sodass wir am Schluss mit guten Gefühlen und nicht mit mehr Beschwerden auseinandergehen. Ich würde dann noch, weil ich es nicht lassen kann, als Jurist einen ganz kurzen juristischen Einschub geben, nämlich was sind die juristischen Rahmenbedingungen für die Kommunikation im Beschaffungswesen und fürs Debriefing. Und dann möchte ich mit Herrn Vogt und mit Frau Vogt ein kurzes Podiumsgespräch führen, um mit Ihnen auf ein paar Fragen rund um Kommunikation in Beschaffungen einzugehen. Sie sind jederzeit eingeladen, natürlich auch Fragen zu stellen. Ich habe es mit den Referentinnen und mit dem Referenten so vereinbart, dass das jeweils am Ende ihrer jeweiligen Sequenzen der Fall ist. Und dann am Schluss haben Sie ebenfalls auch noch einmal Gelegenheit, sich ins Podiumsgespräch einzubringen. Ich bitte jetzt Herrn Reto Vogt nach vorne, der uns unter dem Titel Beschaffungsskandal, Fragezeichen, wie reagieren Behörden richtig, aufzeigen wird, was man machen und was man nicht machen soll, wenn die Medien vor der Türe stehen in einem Beschaffungsverfahren. Vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, man hört mich so. Der Titel ist etwas journalistisch zugespitzt, sage ich jetzt mal. Es soll nicht darum gehen oder implizieren, dass jede Beschaffung gleich ein Beschaffungsskandal ist, sondern es soll vielmehr darum gehen, ein bisschen aus journalistischer Sicht, aus medialer Sicht aufzuzeigen, wie Behörden richtig kommunizieren können, damit Beschaffungen auch zu einem Erfolg werden. Ich bin Reto Vogt, ich bin seit 3 Jahren Chefredakteur von Inside IT. Wir sind das größte, / wichtigste reine Online-IT-Magazin der Schweiz. Es gibt auch viele Kollegen, die noch Printmagazine drucken. Das tun wir nicht, haben wir nie gemacht. Wir sind ein Team von 5 Journalistinnen, haben eine Person die für den Sales zuständig ist. Das heißt, wir sind 100% Werbe- und Sponsoring finanziert. Wir erreichen ungefähr 200.000 Leserinnen im Monat, verschicken 2 Newsletter pro Tag und 5 jeweils an einem fixen Wochentag in der Woche, betreiben einen Podcast, 2 Events zu eGov und Security. Security ist jetzt diesen Donnerstag, eGov im Herbst. Und wir berichten zu allem, was in der IT-Welt passiert, News, Analysen, Interviews, Meinungen, Hintergründe. Und oben in der Mitte sehen Sie, dass das E-Government ist einer unserer Kernthemen, also alles, was um Beschaffung geht im weitesten Sinne. Und auch Channel, das ist dann die Anbieterseite, die wir ebenfalls abdecken. Ich habe mir vorgenommen zu erzählen, wo unsere Geschichten herkommen. Und ein wichtiger Quell unserer Geschichten ist CIMAP. Ich versuche zu erklären, was bei IT-Beschaffungen schieflaufen kann und wohin das führt. Und ich zeige euch 4 Beispiele aus der Praxis, die nicht so gelungen waren aus kommunikativer Sicht von Behördenseite. Und sowie ein positives Beispiel, und das ist eigentlich das jüngste Beispiel. Also der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich werde immer gefragt, ja, wo kommen eure Stories her? Über was schreibt ihr überhaupt? Wie wisst ihr, was ihr schreiben sollt? Und jeden Morgen, wenn wir in die Redaktion kommen, haben wir eine Liste an Ämtern, die jeden Tag zu erfüllen sind. Jemand kümmert sich um das Redaktionsmail, jemand schaut die Depeschenagentur an, jemand schaut in die Mediendatenbank, wir schauen bei Curia, dem Parlamentsportal, rein, wir schauen bei CIMAP rein jeden Tag,
wir surfen, schauen, was die Kollegen aus Amerika über Nacht geschrieben haben, ob das für uns auch relevant ist. Und der Rest sind so administrative Dinge. Und über den Tag füllt sich dann die Liste, weil jeder von uns so ein Amtli fasst und dann reinschaut, was passiert. Also, und so füllt sich dann die Themenliste. Wir schauen die Themenliste untereinander an und besprechen im Team, welche Geschichte machen wir jetzt, welche machen wir klein, welche machen wir groß. Und jeden Tag finden wir mindestens eine gute Story aus SIMAP, wo jemand wieder einen Zuschlag gemacht hat oder eine große Ausschreibung. Und mittlerweile haben wir genügend Erfahrung, um abschätzen zu können, ob das eine gute Story gibt oder nicht. Und glücklicherweise finden sich oft auch Unterlagen auf SIMAP, dass man ins Pflichtenheft reinschauen kann und dort auch noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen erhält, als das ohnehin nicht möglich wäre. Genau, das ICT-Beschaffungswesen kurz zusammengefasst. Bei unseren Streifzügen durch SIMAP sehen wir ungefähr 100 Ausschreibungen täglich und fast ebenso viele Zuschläge. Und es sind natürlich nicht alle davon aus dem ICT-Bereich, sondern es ist auch Bauvorhaben und so weiter. Und insgesamt werden jährlich für rund 41 Milliarden Franken pro Jahr Beschaffungen getätigt und davon 2 Milliarden, also ungefähr 5%. Da geht es um ICT-Dienstleistungen, Tendenz steigend. Und da geht es um Themen wie Cloud, Datenschutz, Security, EID, E-Health, Überwachung, Swiss Government Cloud als jüngstes Beispiel, wo dann die Ausschreibung demnächst kommen soll, wie man flüstern hört. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es soll gleich soweit sein. Und es sind heikle Themen. Also es ist ein heikles Gebiet, in dem ICT-Beschaffungen getätigt werden. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass man gut und richtig kommuniziert. Ich habe ein lustiges Zitat gefunden von Christian Klein, dem CEO von SAP. Und das ist nicht ein US-Anbieter, der keine Ahnung hat, wie es in der Schweiz läuft, sondern es ist gleich nach der Grenze. In der Nähe von Mannheim ist SAP zu Hause. Und Herr Klein glaubt, dass es in der Schweiz jemanden gibt, der über alle IT-Systeme, über die Ministerien hinweg und über die Kantone hinweg entscheidet. Die Verantwortung liegt auf Bundesebene. Ist ein Zitat von Christian Klein in der Süddeutschen Zeitung. Und wir wissen alle, das ist Quatsch. Diese Person gibt es nicht. Er hat sich da einen Bären aufbinden lassen oder wie man immer das nennen will. Vielleicht hat er jemanden getroffen, der behauptet hat, dass er das ist oder sie, keine Ahnung. Aber es ist kompliziert, weil es sind halt doch die Kantone, die selber entscheiden, es sind die Ämter, die selber entscheiden, es sind die Departemente, die selber entscheiden. Und der Bund steuert relativ wenig eigentlich. Und jetzt komme ich zum Grund, wieso das Medien hinschauen sollten. Es tun nicht viele, leider, aus unserer Sicht. Das spricht ein bisschen auch für Inside IT, dass wir da eine Nische besetzen können und das auch gemacht haben in den letzten sicher 3 Jahren. Und es geht darum, dass Medien Fehlentwicklungen aufdecken können, Mehrspurigkeiten aufdecken können, Verstrickungen aufdecken können, weil es geht um öffentliche Gelder und um Daten von Bürgerinnen und Bürgern. Und dass es um öffentliche Gelder geht, das ist nicht allen Beschaffenden bewusst, hat mir mal jemand aus der Bundesverwaltung erzählt. Sie machen einfach irgendwas und dass es eben öffentliche Gelder sind, das ist den wenigsten, nicht den wenigsten, aber es ist nicht allen bewusst, sagen wir so. Und dass es um Daten von Bürgerinnen und Bürgern geht, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Auch das ist nicht allen, es ist nicht für alle wahnsinnig relevant. Wenn man schaut, wie mit dem Fall Explain umgegangen worden ist in der Vergangenheit, dann habe ich schon Fragen. Wie kann das sein, dass das so unter den Teppich gekehrt wird, wie das gemacht worden ist? Ich komme später darauf zurück. Dabei geht es um Daten von uns allen, die da betroffen waren. Da erwarte ich ein bisschen mehr Sensibilität von den Betroffenen und den Verantwortlichen. Was sind die Ursachen für Probleme? Es gibt freihändige Vergaben wegen Alternativlosigkeit, in Anführungszeichen. Das ist ja immer die klassische Begründung, wenn ein Freihändler vergeben wird. Es war halt alternativlos. Es hat sonst niemand gekonnt. Es werden maßgeschneiderte Ausschreibungen gemacht, wo eigentlich ist man im Vorhinein schon sicher, wen man nehmen will. Und man formuliert die Ausschreibung entsprechend, dass sich dann diese Firma auch bewirbt und alle anderen faktisch chancenlos sind. Es werden fachliche Fehler gemacht, zum Beispiel
fehlende oder wenige Vorgaben bei Security. Das ist jetzt auch im Nachgang von Explain immer wieder vorgekommen, dass der Security-Aspekt vernachlässigt worden ist und das quasi dann dem Anbieter überlassen wird, das zu machen oder das nicht zu machen. Und wenn das nicht in der Ausschreibung drin ist, können es die Anbieter nicht bepreisen und dementsprechend wird es dann auch nicht gemacht. Ein Anbieter hat mir mal gesagt, wir würden schon gerne, aber wenn der Bund es nicht verlangt, dann kann ich das nicht offerieren. Also, oder die Behörde generell, nicht nur der Bund. Und es wird schlecht oder gar nicht kommuniziert. Das passiert, wenn ich dann eine Ausschreibung sehe, das Telefon in die Hand nehme und bei der Behörde anrufe und frage, ja, was habt ihr euch da überlegt? Warum wird das so und so gemacht? Wieso ist der Preis bei dieser Freigabe so teuer? Wurde er allenfalls vom Anbieter diktiert, weil es eine Monopolstelle in Anführungszeichen ist? Da kommen dann keine wahnsinnig guten Antworten und ich habe dann auch jeweils das Gefühl, dass man nicht richtig darauf vorbereitet war, dass da Fragen kommen von Journalistinnen wie uns oder von Kolleginnen und Kollegen, weil sie halt einfach die Beschaffung machen, den Zuschlag vergeben und dann hoffen, das sieht niemand oder das geht unter oder geht vergessen. Aber es gibt Journalisten, die hinschauen und dann auch Fragen stellen, berechtigte Fragen, finde ich, und sich dann eben nicht darauf vorbereiten. Das ist doch ein leichtes, finde ich jetzt, sich zu überlegen, was könnte ein Journalist fragen, wenn er diesen Zuschlag sieht. Dann schreibt man sich diese 5 Fragen auf, überlegt sich eine schlaue Antwort darauf und dann kann man präventiv schon sich darauf vorbereiten, falls eine Anfrage kommt. Es wird in der Privatwirtschaft ist das gang und gäbe und da wird für eine Mini-Frage ein 7-seitiges Konzept gemacht. Also warum nicht auch auf Behördenseite? Wenn wir ein bisschen zurückblicken, apropos Freihänder, Explain hat in 15 Jahren 20 Zuschläge erhalten, 11 davon freihändig. Ich habe mit dem CEO von Explain ein Interview gemacht im Nachgang an den Ransomware-Angriff, genau. Und er hat mir gesagt, ja, es ist halt schon eine zu große Vertrauensbasis mit den Behörden da und man vertraut sich zu stark und dieses große Vertrauensverhältnis führt dann dazu, dass man denkt, ja, der macht das schon recht und da passiert schon nichts. Und das ist ein großes Problem, wenn man sich zu stark vertraut und nicht mehr prüft, was gemacht wird und dann passieren solche Dinge, wie es bei Explain eben passiert ist und ist bei weitem nicht der einzige Dienstleister, der regelmäßig freihändige Zuschläge erhält, wegen eben zu großem Vertrauen, die diesem Anbieter gegenübersteht. Schweizer Anbieter waren bei Public Cloud, die war im Frühjahr 2021, die Public Cloud-Ausschreibung des Bundes, waren Schweizer Anbieter von vornherein chancenlos, weil die Ausschreibung so formuliert war, dass nur die großen Amerikaner und der eine Chinese in Frage kamen für die Ausschreibung. Also das meinte ich mit Ausschreibungen so gemacht, dass einige Anbieter gar nicht mitmachen können oder ohnehin chancenlos sind. Vendor-Lock-in, das ist die Alternativlosigkeit. Wir haben die großen Zuschläge vom Bund in diesem Fall gesehen. Verlängerung SAP, alternativlos. Verlängerung Microsoft 365, alternativlos. Es wird ein Freihänder gemacht, es wird gar nicht geprüft. Gibt es überhaupt schlaue Alternativen? Wenn ja, welche sind das? Und man kann nach so einer Prüfung schon zum Schluss kommen, dass es tatsächlich die beste Lösung ist. Da habe ich keine Mühe damit, aber ich finde es schade, wenn das nicht gemacht wird. Und es passieren halt auch solche schlimmen Dinge wie meine Impfungen oder das Spendenregister, das eingestellt worden ist, weil man wieder nicht genau hingeschaut hat bei der Security. Microsoft hat kürzlich das Öffentlichkeitsgesetz düpiert. Ich kann das kurz erläutern. Und zwar hat Microsoft eben den Zuschlag erhalten für M365 in der Bundesverwaltung. Und auf eine parlamentarische Antwort hat der Bundesrat gesagt, wir haben ein Abkommen mit Microsoft, das den Betrieb gemäß dem Schweizer Datenschutzgesetz garantiert. Und ich hatte starke Zweifel, wie das gemacht wird. Wir kennen den Cloud Act. Die US-Regierung darf auf die Daten zugreifen, die der Bund in der Cloud speichert. Egal, wo sie sind, ob in der Schweiz oder in den USA, ist egal.
Und ich habe per Öffentlichkeitsgesetz einen Antrag gemacht beim EDOB. Ich möchte gerne diesen Vertrag sehen. Und zuerst hat die Bundeskanzlei gesagt, ja, frag das BBL. Und dann hat das BBL gesagt, wir würden es dir mega gerne geben, aber Microsoft sagt nein. Und das ist dann schon schwierig, finde ich, wenn ein US-Anbieter sich über das Öffentlichkeitsgesetz stellt und einen Vertrag, die Herausgabe eines Vertrags verhindert, der ja doch sehr, sehr öffentlichkeitsrelevant ist, im Sinne von, es geht um die Daten von uns allen, Bürgerinnen und Bürgern, die beim Bund bearbeitet werden. Und Microsoft will nicht, dass diese Vertragspassus, es ist nicht ein Geschäftsgeheimnis im Sinne von, es geht nicht um Preise, die dann die Kollegen sehen, sondern es geht darum, wie hat der Bund abgesichert, vertraglich, dass Microsoft sich eben ans Schweizerische Datenschutzgesetz hält. Und ich habe dann eine Schlichtungsverhandlung gemacht beim Datenschutzbeauftragten und habe mir das BBL gesagt, ja, wir haben den Vertrag mit Microsoft Schweiz abgeschlossen. Das war so die Antwort auf die Frage und das reicht meiner Ansicht nach nicht. Und den Vertrag habe ich bis heute nicht erhalten. Sie haben versprochen, du kriegst den Vertrag, wenn wir den Vertrag Ende Jahr verlängern. Das ist der Stand der Dinge jetzt und ich bin gespannt, ob sie sich daran halten oder nicht. Ich habe leise Zweifel, aber es bräuchte eigentlich eine entscheidende Passage im Vertrag, wo Microsoft sagen würde, wir verweigern der US-Regierung die Herausgabe der Daten. Und wenn das Microsoft nicht mit Blut unterschreibt quasi, dann wird das nie datenschutzkonform sein, der Betrieb von M365 eben wegen dem Cloud Act. Das ist ein ähnlicher Fall, die Bundeskanzlei, da ging es um die Public-Cloud-Zuschläge. Ich habe auch die Bundeskanzlei gefragt, liebe Freunde, ich würde gerne diese Verträge sehen, wie diese aussehen, wie diese Zahlen aussehen. Die Bundeskanzlei sagt auch, ja, wir würden gerne, aber die Provider sagen nein. Meine Kollegin Adrian Fichter von der Republik ist auch im Streit mit der Bundeskanzlei, mit dem gleichen Ergebnis bis jetzt, dass die Verträge halt beim Bund bleiben, weil der Bund ein NDA unterschrieben hat, dass Microsoft diese Verträge nicht heraus, also dass sie Inhalte dieses Vertrags nicht herausgeben dürfen. Da frage ich mich schon, darf eine Behörde einen solchen Vertrag unterschreiben, der ein NDA enthält, das über dem Öffentlichkeitsgesetz steht? Und auf diese Frage habe ich bis jetzt noch keine wahnsinnig befriedigende Antwort erhalten. Und ich finde, Microsoft soll sich wehren und nicht die Öffentlichkeit, / die Medien. Das bedeutet, die Bundeskanzlei soll ihr Versprechen einhalten und sagen, schau, das sind die Verträge. Und dann soll Microsoft Beschwerde einlegen beim EDOB und nicht wir Medien. Also es geht in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Ein ähnlicher Fall beim Bundesamt für Polizei. Es geht um die Online-Verifikation der elektronischen Identität, der EID. Die ist meiner Ansicht nach höchst demokratie- und öffentlichkeitsrelevant, weil es darum geht, wie diese Online-Verifikation ausgestaltet sein wird, dereinst. Also das heißt, wenn ich zu Hause am PC mich identifiziere, um meine EID zu bestellen, dann macht die Kamera ein Bild von mir und speichert das irgendwo für eine gewisse Zeit. Und diese Ausschreibung läuft und ich habe die Ausschreibungsunterlagen verlangt, ebenfalls per Öffentlichkeitsgesetz. Und das FEDPOL verweigert diese, ohne große Begründung eigentlich. Und ich finde auch, dass sie die Recherchen von uns Journalistinnen aktiv behindert, indem diese Unterlagen mit den Informationen, die uns alle etwas angehen, weil wir eben alle oder viele von uns vermutlich eine EID bestellen wollen irgendwann. Und so gut dieses EID-Projekt auch aufgebaut ist, das ist ein Missstand, den ich hier öffentlich ankreiden möchte. Fall Explain habe ich schon angetönt. Gemäß Datenschutzgesetz ist es relativ offensichtlich, wer für den Fall verantwortlich ist. Das ist der Datenherr, also sprich die Behörden. Und bis jetzt sind die Verantwortlichkeiten vom Bund und von den Behörden eigentlich immer abgeschoben worden. Florian Schütz, Direktor des Bundesamts für Cybersecurity, hat gesagt, die Daten sind nicht beim Bund abgeflossen, was ja inszeniert, dass er sich nicht verantwortlich fühlt dafür. Und das finde ich eigentlich ziemlich ungeheuerlich, dass er als Datenherr nicht sagt, wir sind für die Daten verantwortlich und er schiebt die Verantwortung zu Explain ab. Die haben sicher auch nicht alles richtig gemacht, aber
Das Datenschutzgesetz ist relativ klar in diesem Fall. Und auch die Aufarbeitung von Kommunikation vom Bund ist eine Farce. Es gab diverse Berichte von einer unabhängigen Anwaltskanzlei, dann vom Datenschutzbeauftragten. Und das sind so Allgemeinplätze drin in diesen Aufarbeitungen. Und es gab keine Konsequenzen und wenig Auskünfte und zum Beispiel keinen einzigen Rücktritt von jemandem, der etwas falsch gemacht hat. In anderen Ländern sind Minister für weniger zurückgetreten als für das, was jetzt bei Explain passiert ist. Das ist etwas, was mich stört. Und in diesen Empfehlungen vom EDOB eben, die sind relativ harmlos. Da sind Sachen drin, die schon lange hätten gelten sollen oder schon lange hätten eingehalten werden sollen. Der dritte Fall, die Exportrisikoversicherung sucht einen Technologiepartner. Da kam jetzt diese Woche gerade der Zuschlag. Beschaffungsvolumen 17 Millionen Franken. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Vor 9 Monaten ist ein Projekt abgebrochen worden. Wir haben dann Fragen geschickt an die SERF. Hat diese Neuausschreibung etwas mit dem abgebrochenen Projekt zu tun? Sie haben gesagt, wir sagen nichts. Und haben uns tatsächlich, das ist eine einmalige Sache, die uns noch nie passiert ist, die haben uns an das SIMAP-Frageforum verwiesen, die Medienstelle. Liebe Journalisten, stellt die Frage im SIMAP-Frageforum im Sinne von, alle Anbieter sollen gleich behandelt werden. Das finde ich also schon speziell. Also erstens lesen ja alle Anbieter Inside IT, also spielt das überhaupt keine Rolle. Nein, Scherz beiseite, aber das geht nicht, dass Medienstellen uns an das SIMAP-Frageforum verweisen, wo man sich registrieren muss, wo man als Journalist nicht weiß, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht, wie das da geht, wie schnell man Antwort erhält und so weiter. Aber dieser Vorwand, alle Anbieter müssen gleich behandelt werden, im SIMAP-Frageforum bitte die Frage stellen. Sehr speziell. Kommen wir zu einem positiven Fall. Das BIT hat zweimal etwas sehr gut gemacht. Sie haben uns proaktiv vor der Publikation der Ausschreibung an eine Medienkonferenz eingeladen. Einmal ging es um das IAM und einmal um die Swiss Common Cloud. Gesamtvolumen 640 Millionen Franken. Also es ist schon ein Betrag, wo man sich etwas engagieren kann als Behörde, sage ich mal. Und das ist wirklich gut. Sie haben uns eingeladen. Es gab ein Online-Medien-Event, wo sie 6-7 Leute hingestellt haben, wo man Fragen stellen konnte. Also wirklich top organisiert. Und eigentlich so stellt man sich das vor, wie das passieren sollte. Es gibt noch eine kleine Verbesserungsvorschlag. Die Einladungen sind einmal 5 Stunden vor dem Termin und einmal 45 Minuten vor dem Termin gekommen. Also wirklich Zeit, sich darauf vorzubereiten, hatten wir nicht. Aber wir haben beide Male teilgenommen und haben tatsächlich auch etwas erfahren, das wir nicht gewusst haben. Und das hat das BIT wirklich gut gemacht, weil proaktiv kommuniziert. Wir schlagen demnächst zu. Das ist die Ausgangslage, stellt Fragen, Publikation, also man geht ein NDA ein. Wir publizieren erst zum Zeitpunkt des Zuschlags. Selbstverständlich halten wir uns als Medien daran. Also in diesem Fall BIT sehr gut gemacht. Und das jüngste Beispiel, letzte Woche hat mich jemand von einem großen Kanton angerufen. Am Mittwoch war das Telefonat. Du wirst machen am Freitag einen Zuschlag. Ihr schreibt ja eh darüber. Willst du den jetzt schon haben? Dann habe ich gesagt, ja, gern. Und dann kam das E-Mail mit dem Zuschlag. Wir haben am Donnerstag ein längeres Interview gemacht mit den Verantwortlichen. Und so haben wir dann pünktlich Freitagmorgen, 8.30 Uhr, den Artikel publiziert zu der Beschaffung am Justizministerium in Zürich. Das habe ich halt gesagt, egal. Genau, bleibt ja unter uns. Also so wünschen wir uns das eigentlich, dass die Verantwortlichen proaktiv kommunizieren. Wir sehen es sowieso, das ist so, und wir entscheiden dann, ob wir es bringen oder nicht. Aber proaktive Kommunikation ist eigentlich das A und O, wenn man als Behörde das Heft des Handelns in der Hand halten will, dann sollte man nicht warten, bis die Journalistinnen den Zuschlag sehen oder die Ausschreibung sehen und dann anrufen oder eine E-Mail schreiben, sondern proaktive Kommunikation hilft immer, um selbst Herr der Situation zu bleiben. Und genau, so geht es richtig.
Nicht verstecken, es kommt eher raus. Hoffen, dass keiner den Zuschlag sieht. Das ist ziemlich blauäugig, finde ich, weil es ist öffentlich auf SIMAP. Man soll zu Fehlern stehen, wenn welche passiert sind. Man soll Fragen beantworten und proaktiv kommunizieren, wie das im Beispiel des BIT und des Kantons Zürich passiert ist. Proaktiv kommunizieren, das heißt, das sind die Fragen, wann, an wen, warum, wie viel. Und da reicht im Prinzip eine Medienmitteilung an einen Verteiler von einer gewissen Anzahl Journalistinnen und Journalisten, von Fachmedien, von Lokalmedien, von landesweiten Medien, wenn der Fall groß genug ist, die Leute einladen oder ihnen zumindest die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und sich halt auf die Fragen vorzubereiten. Es gibt sicher Kommunikationsverantwortliche oder Expertinnen und Experten in jeder Behörde, die der Beschaffungsstelle helfen können, sich auf die Situation vorzubereiten und sich Fragen zu überlegen, die kommen könnten, und Antworten vorbereiten, die dann die Journalistinnen und Journalisten zufriedenstellen könnten. Und jetzt die Frage, was habe ich davon? Soll ich einfach alle Journalisten dieser Welt glücklich machen, indem ich proaktiv kommuniziere? Ich finde natürlich ja, aber es ist nicht alles, was dazu gehört, sondern es geht darum, eben selbst zu bestimmen, wie die Kommunikation läuft. Und wenn man wartet und abwartet und in der Defensive ist, dann hat man das Heft des Handels nicht in der Hand und man ist auch nicht selbst in Charge, in der Kontrolle, im Driving Seat, wie man heute schon auf Englisch sagt, was passiert, sondern selbst in der Hand hat man die Sache nur, wenn man proaktiv kommuniziert und sich vorbereitet. Was gibt es dafür? Ich kann jetzt nur für Inside IT reden, aber ich würde natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen die Hand ins Feuer legen, tatsächlich, dass es kritische, aber faire Berichterstattung gibt. Es gibt einen Austausch auf Augenhöhe. Es ist ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Und es gibt Lob, wenn auch Lob angebracht ist. Das ist das, was ich für Inside IT versprechen kann, aber auch für viele Journalisten und Journalisten der Schweiz, dass wenn man sich mit ihnen austauscht und ihnen proaktiv etwas in die Hand gibt, was sie damit arbeiten und sich vorbereiten können, dann sind die meisten fair und halten sich an Abmachungen und an NDAs zum Beispiel. Genau. Also, und mein wichtiger Punkt ist eigentlich das Miteinander statt Gegeneinander. Es soll ein wirklich, finde ich, zusammen stark Behörden und Medien. Es ist allen geholfen, wenn Medien fair über öffentliche Beschaffungen berichten und auch kritische Fragen stellen dürfen, auf jeden Fall. Aber das muss man auch aushalten als Behörde. Genau. So viel von meiner Seite. Fragen jetzt oder später? Zunächst mal vielen Dank, Herr Reto Vogt, dass Sie uns Ihre Perspektive aufgezeigt haben. Ich hoffe, dass es jetzt weniger Schweißperlen gibt, wenn wir alle ein Mail von Ihnen erhalten. Merci. Da hinten gibt es eine Frage. Darf ich dich bitten, Kurierin zu spielen? Dankeschön. Danke für das Referat. Meine Frage geht in Richtung, es ist oft Zeitdruck. Und wie gehen die Medien generell und Inside IT im Speziellen mit einer Qualitätssicherung um? Wir sprechen heute über manipulative Aussagen, Fake News und alles das Ganze. Ich möchte das fast gar nicht öffnen. Wie gehst du damit um? Wie gehen deine Kolleginnen damit um? Wir gehen damit um, indem wir uns Zeit nehmen. In aller Regel spielt es keine Rolle, ob wir über eine Beschaffung oder x ein Thema am heutigen Dienstag oder morgen Mittwoch oder am Donnerstag berichten, weil es für uns als Fachmedium nicht wirklich erheblich ist und wir auch keinen wahnsinnig großen Konkurrenzdruck verspüren, weil die anderen sich nicht so stark im Bereich SIMAP zum Beispiel engagieren. Und wir lesen jede Geschichte zweimal, wir schreiben eine Geschichte, sie wird gelesen, dann geht sie online, dann wird sie nochmal gelesen, dass es wirklich verhebt. Und wir reden im Team über alle Geschichten, bevor wir entscheiden, ob sie gemacht werden, und haben Inputs
aus 3, 4 Perspektiven von allen Kolleginnen und Kollegen, die da beteiligt sind. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon hilft, die Qualität hochzuhalten und halt, dass wir das Tempo bewusst rausnehmen und sagen, wir publizieren das, aber wir fragen zuerst noch bei der Behörde nach und wir geben manchmal schon sportliche Deadlines, das ist so. Aber wir sind ja nicht so, dass wir dann einfach schreiben, sie hat nicht reagiert und publizieren dann, sondern wir geben schon noch Zeit und wollen eigentlich immer die Gegenseite anhören und nehmen diese Statements dann auch in die Berichterstattung mit auf. Gibt es weitere Fragen, Reto Vogt? Merci, Magdalena Koi, hi Reto. Ich fand es spannend, du hast Explain erwähnt und gesagt, es gab wie wenig Reaktionen. Als ich arbeite bei einem IT-Dienstleister, von daher glaube ich schon, dass es eine Reaktion gab und ich finde sie relativ extrem. Der Bund hat seine AGBs zum 1.1. massiv verstärkt. Und das niemandem gesagt. Also sie waren einfach da. Es gab wie keine Marktabklärung, kein gar nichts. Und das Zweite ist die ominöse Cybersecurity-Klausel, die von vielen Dienstleistern diskutiert wird. Habt ihr euch das angeguckt? Wie setzt ihr das im Kontext? Weil für mich ist das tatsächlich jetzt die Reaktion darauf. Das muss jetzt einfach gemacht werden. Der Bund zieht sich noch ein Stück mehr zurück, gibt noch mehr Verantwortung ab. Und Fragen darauf werden beantwortet mit, ja, man muss es jetzt einfach anhalten, fertig. Also das mit den neuen AGBs, das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Da werde ich dem nachgehen. Merci für den Hinweis. Aber ich mache die Aussage nicht einfach so, sondern ich habe mit verschiedenen Anbietern gesprochen und ich habe auch mit den Behörden gesprochen. Und viele sagen mir, ja, in den Ausschreibungen werden höchstens die Audits mehr verlangt, aber wirkliche... Zum Beispiel Bug-Bounty-Programme sind in den Ausschreibungen nicht drin. Das heißt, sie werden auch nicht gemacht. Also der Security-Aspekt ist immer noch sehr untergeordnet und es wird dann am Schluss halt noch gemacht, wenn noch Geld da ist, was ja meistens nicht der Fall ist. Also das auf jeden Fall einfach nur als Nachsatz. Ich durfte letztes Jahr in Luzern Anwaltskonferenz. Da war jemand vom Jetzt-Bugs, vorher hießen die ja anders. Hm. Und der hat gesagt, IT ist immer teuer, IT ist immer wichtig und insbesondere IT-Security. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass sie viel Geld ausgeben und nichts passiert. Und vielleicht sollte man das mal sich zum Herzen nehmen. Ja, es gibt ja dieses berühmte Meme, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, wir haben zwei Gläser. Das eine ist fast leer, das andere fast voll. Und da ist nicht Wasser drin, sondern Geld. Und im fast leeren Glas steht drüber, IT-Budget before an incident und beim vollen Glas steht IT-Budget nach dem Incident. Also wenn was passiert ist, ist dann plötzlich schon Geld da für die Security. Aber bevor es passiert, ist es eben leer. Und wenn nichts passiert, darf es auch nichts kosten, wäre meine Antwort darauf, oder? Vielleicht noch eine letzte Frage, dann gehen wir weiter. Da hinten oben. Michael Zanoni, Firma Glaxgroup. Eine kleine Frage. Wie holt ihr in der Berichterstattung die Subjektivität raus oder die Beurteilung eurerseits, damit es wirklich dann objektiv ist, weil sonst bringt es ja wieder nichts, weil es gepaart ist. Und es gibt ja da auch Beispiele, die dann wirklich einen Touch bekommen, weil man selber wahrscheinlich nicht so überzeugt ist von der Beschaffung oder was auch immer. Und wie haltet ihr da dagegen? Das wäre sehr interessant. Und ein herzliches Dank für die Berichterstattung. Also es ist natürlich unser Anspruch, objektiv zu sein. Ich kann nicht versprechen, dass es das immer gelingt, aber wir machen das, indem wir zwischen Artikeln und Meinungen unterscheiden. Also wenn ein Meinungsartikel publiziert wird, ist er klar so deklariert. Ich schreibe jeden Freitag eine Meinungskolumne, die ist klar als das deklariert. Und da ist dann meine Meinung drin und spürbar und wahrscheinlich sogar der Hauptteil. Und andererseits haben wir den Anspruch, dass alle anderen Geschichten wirklich objektiv sind. Wir schreiben, was passiert ist. Es ist ein Zuschlag erfolgt an Firma X. Es gingen zwei Angebote ein, oder drei, je nachdem, egal. Und wir schreiben auch, was passiert ist. Und das war das Ziel der Beschaffung, das ist das Ziel des Projekts. Das Projekt läuft ab Januar bis 2032, sowas. Also wir versuchen, zwischen Fakten und Meinungen zu trennen und die Meinungen zu deklarieren. Das ist die Idee, ich kann nicht versprechen, dass das immer gelingt. Das ist immer
unterschwellig irgendwas drin hat, oder man kann auch etwas herauslesen, wenn man es herauslesen will. Es ist nicht so, dass es geschrieben werden muss, sondern man kann es auch interpretieren. Es ist, glaube ich, beidseitig.